ganz still. Im Universum riesengroß. Unendlich weit und grenzenlos. Warte ich, wann kommt dein nächster Brief zu mir? Wo bist du und wie geht es dir? Von Planet zu Planet, wohin die Reise geht. Kleiner Prinz mit Fantasie, rettest du die Galaxie. Kleiner Prinz, du bist fern, fliegst mit Fuchs von Stern zu Stern. Und du weißt, was man auch tut, nur mit dem Herzen sieht man gut. Guten Morgen, lieber Funkelstern. Mal sehen, was der Tag heute so bringt, nicht wahr? Ach, wenn du wüsstest, wie langsam hier die Zeit vergeht, ohne meinen lieben kleinen Prinzen und seine alberne Pelzkugel. Was ist das? Oh. Mein kleiner Prinz hat mir geschrieben. Liebe Rose, wir sind immer noch auf Reisen. Fuchs und ich erleben wirklich sehr aufregende Abenteuer. Und wir begegnen außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Ich muss dir unbedingt vom großen Zeitwächter berichten. Und von Karachiko und den Minimuten. Aber vor allem will ich dir von der Zeit erzählen, die vergeht. Und von der Freundschaft, die so leicht zerbricht, wenn man nicht gut auf sie Acht gibt. Eine Partie Schach? Ach komm, Fuchs, wir spielen später Schach. Lass mich doch wenigstens einmal in Ruhe das funkelnde Universum genießen. Wie bitte? Einmal? Das machst du die ganze Zeit. Du bewunderst die Sonnenuntergänge, du siehst die Sterne an, du hörst den Blumen zu. Und wenn wir nicht gerade der Schlange quer durch die Galaxie folgen, schreibst du überflüssige Briefe an deine Rose. Und ich? Ich muss immer alleine spielen. Sieh mal, der düstere Planet. Die Schlange ist bestimmt dort. Genau, hör mir einfach nicht zu. Halt dich fest, wir fliegen hin. Festhalten? An was denn? Meine Pfoten rutschen. Mir wird schlecht. Hoppla, nicht so heftig. Wir sind über was drüber gefahren. Hast du es gemerkt? Vielleicht ein Planet.